Ach ja, cool. Fand ich nicht schlecht, muss ich Oh, sagen. mit Assisted oben da, Alter. Also, Leck mich am Arsch. sieht cool Cool. aus. Aber, na, reingehen dazu wegen. Oh, der Klingenstand ist aber, puh. Ja, das ist anders Aber als sonst, aber gut. mit Assisted Opener ist schon mega, ne? Den Preis kannst du es mitgenommen. Schicken wir mal auf Schleifstein das Ding, ne? Was denkst du? Was? Was gekostet hat? Boah. Da es kein Original ist, 12 Euro. Hm. 10. Den. Aber was ich hatte noch nie einen Assisted Opener mit. Also ich habe nur mit Knopf drücken, das kenne Okay, ich. ja. Aber Assisted Opener mit Flipper hatte ich noch nie. Das macht schon Laune, ne? Jawohl. Du hast immer so geiles taktisches Ist Zeug. wieder mit an Bord. Mega. Geht noch mal. So Leute, ich wollte euch ja noch mein neues Messer zeigen. Habt ihr gestern abends beim Holzhacken schon mal kurz gesehen? Das Condor Moonshiner. Mit Carbonstahl, Fulltank-Klinge. Ich glaube 23 cm Klingenlänge, 12 cm Griffbalt. Und ich finde das Ding so geil. Ich habe das ein bisschen nachgeschärft daheim. Es war nicht im besten Zustand, als es ankam, aber das Ding wurde sauscharf. Und ich finde es einfach mega geil. Da es nicht 42a konform ist, dürft ihr das natürlich nur in privaten Wäldern und auf Privatgrund führen. Ich halte mich grundsätzlich nur in privaten Wäldern auf. Jo, so viel dazu. Das ist kein Product Placement. Ich kriege kein Geld dafür. Ich wollte es immer zeigen, weil es einfach geil ist. Ich habe überlegt zwischen Moonstalker und Moonshiner, aber beim Moonstalker war da nur so eine hässliche Nylonscheide dabei. Deswegen wird es dann das Moonshiner. Top. So, wir haben jetzt fast alles abgebaut. Damit verabschiede ich mich auch schon wieder mit diesem diesmal. Glaube ich, sehr kurz im Video. Dachte ich letztes Mal auch schon, da machen wir ein 30-Minuten-Video. Wir sind raus.